Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier in unserer Stadt. Beim letzten Mal kam ja ein Steve-Tsunami, gegen den wir uns erfolgreich mit einer Steve-Base verteidigt haben. Und heute wollen wir mal ein bisschen in die Stadt gucken, weil ich habe vorhin mal nach hier vorne geillert. Und das schaut ehrlich nicht gut aus, aber ich habe gerade gesehen, dass wir hier noch was im Briefkasten bekommen haben. Ich denke mal, das ist vom Bürgermeister, oder? Liebe Mitbürgerinnen, der Tsunami hat gerade in der Hafenregion sehr viel zerstört. Bald sollten alle Straßenschäden repariert sein. Okay, für unsere Schäden müssen wir uns an die Versicherung wenden. Wer die erste Folge noch nicht gesehen hat, da kam ein Steve-Tsunami, gegen den wir uns erfolgreich mit einer Steve-Base verteidigt haben. War ein sehr, sehr nices Video. Schaut da gerne vorbei. Und hier sehe ich schon, hier ist schon was kaputt. Und hier auch. So, hier hinten ist ordentlich viel zerstört. Hier ist ja die Mine. Ach du heilige Scheiße, was ist denn hier alles weg? Hier war anscheinend so eine richtig fette Welle oder so, weiß ich nicht. Ich bin kein Tsunami-Experte. Das geht ja bis voll weit hier nach hinten. Okay, aber das ist hier ist ja nicht so schlimm, hier ist ja nichts Gebautes. Aber ich bin jetzt gleich mal echt gespannt in der Innenstadt. Da ist es ja, sind sehr viele Schäden. Hier ist auf jeden Fall schon mal die Brücke. Die Brücke ist ja hier halb weg. Ach du Scheiße, die ganzen Gebäude sind ja hier komplett weg. Wir haben ja da vorne auch unser neues Haus, stimmt. Bin echt gespannt, wenn das hier, das ist ja nicht mal ganz am Meer. Wir sind ja direkt am Meer. So, also hier die Gebäude sind auf jeden Fall komplett weg. Bin ich hier gleich ehrlich mal gespannt, wie das hier drinnen aussieht, okay. Unsere Tankstelle. Erstmal zu unserer Tankstelle. Ja, es geht euch. Also dieser Kernteil hier unten das hier ist nicht so viel kaputt. Das ist ja schon mal positiv. Und hier, ja, das Dach ist halt komplett kaputt, ne. Aber hier drin, der Shop schaut auch noch gut aus, okay. Okay, okay, hier ist also nicht so viel. Aber hier vorne ist ja wirklich alles weg. Das Gebäude hier ist auch weg, das hier. Hier, da diese Spitzhacke, die hier stand, ist auch weg. Da stand unser Haus. Was denn noch die Überreste vom alten Haus? Das habe ich als Fundament gelassen. Alter, das ist ja alles freckt hier, wirklich. Hier ist ja wirklich alles weg, aber wirklich alles. Hier war unser Nachbarhaus. Ne, hier war diese Baugrube, stimmt. Da war ja die Baugrube. Und hier vorne war unser Haus. Das hier ist noch das Einzige, was man hier noch von erkennen kann. Hier Fenster. Also der Bürgermeister meinte ja, dass es in ein paar Wochen, also in ein paar Tagen die Straßen reparierend sein sollte. Von dem her bin ich da jetzt dann mal gespannt, inwieweit das irgendwann so sein wird. Und dann sehen wir uns da wieder, bauen unser neues Haus. Einige Zeit ist tatsächlich vergangen, seitdem wir das letzte Mal hier waren. Ich habe schon mal hier ein bisschen nach vorne gelootet. Oh, mein Hund. Also ich habe schon mal geschaut. Hier schaut es auf jeden Fall viel, viel besser aus. Es wurden sogar diese ganzen Bäume hier schon wieder nachgepflanzt. Also wir haben hier auf jeden Fall vieles, vieles schon gemacht. Und hier, das ist wieder alles in Ordnung. Ich habe hier auch meine Camps wieder geplaced, falls wir die irgendwann mal wieder brauchen. Und hier haben die wirklich alles wieder repariert. Und hier vorne die Brücke. Nice. Wir gehen mal in die Stadt rein und schauen, wie es da ausschaut. Okay, es wurde hier fast alles, also es wurde eigentlich alles schon wieder repariert. Krass. Das hätte ich echt nicht gedacht. Ich bin zwar mal gespannt bei der Tankstelle. Es hieß ja private Schäden, dafür haftet die Versicherung. Ich habe da dann schon mal was bestellt mit der Versicherung. Und wir können das dann gleich reparieren. Ja, genau. Hier ist bloß noch ein Straßenschaden. Also, es hält sich alles sehr in Grenzen. Hier, das ist von unserer Tankstelle. Das können wir hier gleich einmal. Habe ich hier Blöcke? Nein, hier, genau. Ich einmal Blöcke hier, hier und hier. Nehmen wir gleich mal ein bisschen mehr raus. Oh, Stein. Stein habe ich aber, glaube ich, nicht. So, ich habe den Hund jetzt hier rausbekommen. Ich muss dem jetzt hier echt so eine Treppe hier graben. Ich habe jetzt auch Steine noch besorgt. So, hier einmal und hier noch den Concrete dann hin. So, hier ja auch. Und den Rest müssen wir dann hier einmal noch mit Stufen und ansonsten dann mit Stein auffüllen. Ah, stimmt, hier kommen ja auch noch Stufen hin und hier muss... Hier sind noch Leitern drin. Nice, wir brauchen... Und jetzt nehmen wir uns unsere vier Steine. Jetzt ist das hier alles wieder so, wie es sein sollte. Jetzt sind bloß noch hier vorne ist ja dieses Loch. Aber dafür sind wir nicht verantwortlich. Wir gehen jetzt... Also gesund schaut das hier auf jeden Fall nicht aus, wie das raucht. Aber ich schau mal, beim Auto aus müssen die mir dann ganz kurz das reparieren. Und dann können wir gleich zu unserem Haus fahren, weil da ist nämlich, denke ich, auch noch nichts repariert. So, einmal hier hinten drauf. So, wir sollten jetzt hier reingehen. Oh, hier bauen die anscheinend gerade ein Auto. Aber wir können jetzt hier auf Repair Car... Und dann hier Repair, 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 Repair. Und dann können wir das hier mit dem Hammer und so weiter reparieren. Und wenn wir jetzt raucht es auch nicht mehr. Sehr, sehr nice. Oh, ich drücke mal das Falsche. Auf I ist das. Jetzt haben wir 0% Damage. Und wie viel Fuel? Wir können auch gleich nochmal tanken. Ne, wir tanken jetzt nicht. Wir fahren jetzt gleich zu unserem Haus hier hin. Und wir sehen hier schon, da ist ein fettes Loch. Weil diejenigen, die neben uns gewohnt haben, also das Haus wurde ja nie verkauft.
Und das hat jetzt auch keiner Bock hier mehr zu kaufen. Deswegen habe ich das Grundstück hier einfach gekauft. Und wir können jetzt hier ein noch fetteres Haus bauen, wie wir davor eh schon hatten. Moment, einmal Motor aus. Also wir haben jetzt hier richtig viel Platz. Hier haben die mir schon gesagt, die haben hier so eine Mauer gezogen. Das ist quasi hier schön die Grenze. Aber jetzt muss ich mich erstmal dran setzen und diese ganzen Löcher hier mit Erde ausfüllen. Oh, da muss ich zum Baumarkt und mir mal Erde holen. Moment, ich mache das einmal ganz kurz. So, lange hat's gedauert, aber nun haben wir hier endlich die ganze Fläche schön aufgefüllt, wieder mit freshem Rasen. Hier haben wir jetzt schon einen schönen Übergang. Ah, den Zaun müssen wir vielleicht noch hinmachen. Aber hier habe ich jetzt mal so eine Wand gezogen, weil ich habe nämlich schon mal ein Konzept für ein Haus mir überlegt. Das wird richtig geil. Hier hat sich auch was verändert in der Zwischenzeit. Und zwar hat hier Kapitalismus ganz anders geschaltet. Hier hat man so ein riesiges Haus hingestellt. Aber bevor wir irgendwas machen, habe ich noch mal etwas gesehen. Und zwar müssen wir da wohin fahren? Ich habe da nämlich was in der Zeitung gelesen. Und zwar, wie cool wäre es denn, wenn wir das Haus einfach im Game Mode bauen könnten? Wir sind ja hier die ganze Zeit im Survival Mode. Aber ich habe da jemanden gefunden, der uns vielleicht helfen könnte. Ah, Gundrilla. Hallo. Hab dich schon erwartet. Nimm dir einen Trank aus der Kiste. Dieser gibt dir einen Minecraft-Tag Game Mode. Viel Spaß. Boah, ich bin sehr, sehr gespannt. Was ist das? Hier sind die Tränke drinnen. Wirkungslos heißen die. Die wurden mit einem Amboss anscheinend umbenannt. Und die geben mir Perplexity. Also irgendwie schaut das hier alles nicht so seriös aus irgendwie. Ich weiß nicht. Aber naja, muss sein. Jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen. Also meine Steuerung ist komplett umgekehrt. Boah, mir geht's irgendwie gar nicht gut. Boah, ich hab Game Mode. Und ich hab irgendeinen Effekt. Aber hey, es hat geklappt. Ich hab wirklich Game Mode. Ich kann mir wirklich hier alles aus dem Inventar nehmen. Kann ich auch fliegen? Ja, moin. Hä, wie cool. Ich hab einfach Game Mode. Jetzt kann ich euch das hier auch mal zeigen, was ihr findet. Das waren einfach 6 Grundstücke hier oder so. Aber jetzt können wir hier ganz easy unser Haus hinbauen. Boah, wie nice. Okay, und zwar habe ich mir überlegt, nehmen wir uns hier Concrete. Und Concrete Stairs. Ne, Concrete Slabs brauchen wir. Da nehmen wir mal das hier. Wir brauchen Sea Lanterns. Boah, habe ich dann auch World Edit? Boah, das wäre ja ultra nice. Also World Edit, wenn wir World Edit haben. Das wäre ja unfassbar nice. Und Schwarzeiche brauchen wir noch. Und jetzt können wir auch gleich schon mal anfangen. Und zwar hier kommt unsere Auffahrt hin. Damit wir auch eine schöne Garage haben. Eine Garage kommt dann schön hier vorne hin. Hier oben hin. Boah, wie nice. Einfach Game Mode. Game Mode. Aber jetzt baue ich hier erstmal die Treppe hin und dann seht ihr mal, wie ich mir das vorstelle. Oh mein Gott, Leute, also das ist wirklich. Hier könnten wir vielleicht noch so. Schaut das dann besser aus? Ich glaube, das schaut dann besser aus, wenn wir hier so machen. Ja, oh mein Gott. Das schaut so gut aus. Ich freue mich so auf dieses Haus. Ich freue mich so heftig. So, hier ziehen wir jetzt den Weg noch weiter. Ich würde sagen, wie breit haben wir denn hier? 5. 4, 5, dann machen wir den hier auch 5. Und oh mein Gott, das ist so nice, das ist so nice. Vielleicht können wir noch eine Garage hinmachen. Oder zwei, ja, nee, eine Garage reicht. Und hier dieser Light Gray Concrete, der schaut, finde ich, auch ganz gut aus. Damit lässt sich auf jeden Fall sehr, sehr gut arbeiten. Und dass wir auch Game Mode haben. Also Game Mode ist hier wirklich übel der Life Changer. Das ist im Survival zu bauen, wäre auf jeden Fall ordentlich stressig. Hier kommt dann noch so eine kleine Terrasse hin. Hier kommt dann so ein unterer Part vom Haus hin und dann hier oben so ein großer Part. Boah, da bin ich so gespannt, da bin ich so gespannt. Das wird so nice, das wird so nice. Jetzt mache ich erstmal den Weg hier fertig noch. Boah, das ist schon sehr, sehr nice. Also ich zeige euch das hier gleich nochmal ganz. Das ist richtig huge. Das ist richtig huge. Guckt euch das mal an. Hier haben wir so eine schöne Treppe nach unten. Und hier kommt jetzt eine Garage hin. Schön, ja, ich würde sagen, die machen wir ja so 5 Blöcke hoch, das sollte auf jeden Fall passen. Und dann kommen da noch Dings Solarplatten drauf, schön Sonnenkollektoren. Dann sparen wir uns da auch ein bisschen was auf der Energierechnung. Energierechnung, bin ich behindert, Stromrechnung. Auf der Energierechnung. So, jetzt kommt hier noch schön Licht rein in die Bude hier. Und oben kommen hier diese Dinger hin. Eisenfalltüren. Das schaut dann richtig nice aus. Das schaut dann wie so ein Garagentor, was gerade aufgerollt ist, aus. Also das finde ich schaut echt nice aus hier. Die schauen nämlich aus wie Solaranlagen, wie Solarzellen, wenn man die dann hier mit Rechtsklick in diesen Nachtmodus macht. Und als nächstes würde ich dann sagen, gehen wir langsam mal an den Hausbau, weil der erste Teil vom Haus kommt hier hin.
Und der wird aus Concrete und aus Concrete und hier auf Glas auf der Seite. Hier kommt so eine schöne Tür hin. Die kann ich hier schon mal abstecken. So. Hier kommt dann die Tür hin. Ja, so zwei. Und hier kommt dann überall Glas hin. Und hier kommt so Bambus hin. Das habe ich hier schon mal vorgebaut. Bambus oder Zuckerrohr. Muss ich mal schauen. Und da würde ich dann sagen, kommt das Schlafzimmer hier hin. Mit hier vorne Esszimmer. Und hier kommt dann schön die Treppe, dass man hier nach oben in den zweiten Stock kann. Ich baue, wie gesagt, erstmal das Grundgerüst und zeig's euch dann. So, schön. Das gefällt mir so. Ganz gut. Ich habe jetzt hier mal diesen Aufgang mit der Treppe. Und hier kommt dann unser Schlafbereich hin. Hier machen wir ein Bett hin und ein paar Bücherregale oder so. Und hier können wir einen schönen Fernseher hinmachen. Hier oben habe ich dann so Küche geplant. Küche und, ja was, ja, Küche und Bad und so. Aber ja, ich baue jetzt hier erst nochmal den anderen Part oben drauf. Der wird so hier anfangen. Auch wieder mit Glas schön und der soll hier dann quasi so aufliegen. Also hier soll der sich dann treffen, quasi noch so als Stütze von der Garage. Ja, so passt es vom Ausmaß her. So, hier habe ich mir jetzt gedacht, machen wir das nicht so langweilig, dann machen wir hier so eine kleine Ausbuchtung. Ja, hier noch ein Block. Und dann hier oben, hier kommt dann Birke hin. Und ich zeige euch das jetzt mal von außen, jetzt ja noch gar nicht gesehen. So, hier. Also mir persönlich gefällt das richtig, richtig gut. Hier hinten noch eine schön fette Glasfront, das liegt hier auf. Wir haben hier noch einen Garten. Also ich finde es ultra nice, dieses Haus. Weil hier, wenn wir das hier so machen, gibt noch so ein bisschen natürliche Note und passt auch sehr gut dazu. Ich meine, hier schwarz-weiß. Also passt sehr, sehr gut. Auch hier unten mit der Treppe. Das passt sehr, sehr gut. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Das gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. So, jetzt können wir hier schon mal das Zuckerrohr reinmachen. Jetzt können wir hier gleich schon mit der Einrichtung beginnen. Ich würde sagen, wir gehen mal in den Tab rein. Hier, wir sind ja im schönen Creative Mode. Dann machen wir den ganzen Ramsch hier mal raus. Und dann schauen wir mal nach einem Bett. Es gibt hier so ultra geile Luxusbetten. Das ist sehr, sehr nice. Das gefällt mir wirklich. So. Jetzt haben wir hier so einen IKEA-Kleiderschrank. Und hier würde ich jetzt so ein Big Sofa hinpacken. Da gibt es verschiedene Couchteile, die müssen wir dann zusammen basteln. Einmal hier und hier können wir dann anfangen, ja, mit 1 Abstand, das passt. Schaut dann vielleicht ein bisschen leer aus, aber muss es ja auch irgendwie. Es ist ja auch ein großes Haus. So, Kitchen. Da nehmen wir einmal das hier wieder. Und ich würde sagen, wir machen uns so eine Kücheninsel. Also so Kücheninseln feiere ich persönlich immer mega. Also hier kochen mit so einer Aussicht. So, und hier würde ich jetzt sagen, kommt unsere Kücheninsel hin. Einmal hier Spülbecken und so, da drumherum. So, das passt. Und jetzt kommt hier der Ofen hin. Ach komm, was soll's, wir machen 2 Öfen. Jetzt kommt dann hier einmal das Ding hier hin. Mikrowelle platzieren wir hier. Das ist Kaffeemaschine. Nee, das ist so ein Küchengerät. So, wir brauchen natürlich auch noch einen Schreibtisch und ein Gaming-PC und auch einen Monitor. Hat der hier echt keinen Platz? Kann man das hier nicht platzieren? Schade, ja. Das hier können wir auch nicht platzieren, oder? Da nehmen wir dieses schöne Stück, Office Chair. Toilette, ja. Ich meine, wir haben Platz. Hier kommt natürlich auch so ein Dings. Prismarin. Ich verbinde dieses Prismarin so mit Bad irgendwie. Und das Geile ist, man kann die in der Mod, dank der Mod, auch so platzieren. Und das ist dann nice, weil dann haben wir so eine Zweier-Abtrennung, sage ich mal. Also es schaut nicht ultra nice aus, ja. Okay, aber es erfüllt seinen Zweck auf jeden Fall. Jetzt kann man hier schön auf Toilette gehen. Und hier kommt noch schön unser Waschbecken hin mit Handtuchhalter und ja, ist schön. Also mir gefällt es sehr, sehr gut. Hier können wir noch mehr Handtücher. Ja, jetzt schaut das, finde ich, noch besser aus. Das jetzt hat das hier so eine richtige Abgrenzung. Aber das hier platzieren wir dann doch lieber hier. Dann haben wir hier mehr Platz zum Durchlaufen. Aber jetzt kann man hier schön rein. Das ist eine schöne Abgrenzung. Man fühlt sich nicht beobachtet, wenn man auf der Toilette sitzt. Das ist doch die Hauptsache. So, und ich würde sagen eigentlich, ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Haus. Und
ja, also ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Haus, wirklich. Also ich kann mich echt nicht beschweren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst sehr gerne ein Like da, abonniert auch den Kanal. Bis zum nächsten Mal und ciao.